Seit fast 20 Jahren wird um ein nationales Denkmal gerungen. Heute nun die nächste Volte. Die Union verkündet überraschend, man habe das Einheitsdenkmal durchgeboxt. Was heißt denn die Frage nun doch? Es war immer völlig klar, dass ein Einheitsdenkmal kommt. Und zwar hierher, an einen der Orte, an dem die friedliche Revolution ihren Lauf nahm. Noch wächst hier das neue Berliner Stadtschloss. Davor soll die sogenannte Einheitswippe stehen. Eine schwingende Schale als Denkmal zum Mitmachen. Der ehemalige Bürgerrechtler und Mitinitiator Wolfgang Thierse ist hoch zufrieden. Wir wollten nicht irgendeine große Statue, zu der man aufblickt, sondern das ist ein interaktives Denkmal. Daran kann man gehen und muss miteinander reden. Ich finde, das ist etwas sehr Modernes und übrigens auch etwas Leichtes in einem Umfeld, das aus lauter großen, schweren Gebäuden besteht. Allerdings hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages die Wippe im Herzen Berlins erst im vergangenen Jahr gestoppt, auf Antrag der Großen Koalition. Auch wegen einer absehbaren Kostensteigerung von 10 auf 15 Millionen Euro. Die Linkspartei bleibt skeptisch. Die Kosten sind aus dem Ruder gelaufen. Daran hat sich nichts geändert. Und die Koalitionsfraktionen müssen nur erklären, wie sie die Sache in Ordnung bringen wollen. Wolfgang Thierse lässt das nicht gelten. Die Kosten waren nicht das Argument gegen das Denkmal, sondern der eigene Geschmack und wahrscheinlich auch so etwas wie eine Art von Verachtung gegenüber der historischen Leistung der Ostdeutschen. So habe ich es jedenfalls empfunden. Da bin ich weiß, polemisch. Nun muss der Haushaltsausschuss erneut entscheiden über den identischen Entwurf. Aus der Großen Koalition heißt es, manchmal müsse sich eben auch die Politik bewegen.